Bildschirm sehe ich jetzt die Startseite, sodass das für Sie jetzt auch, denke ich mal, sichtbar sein sollte. Für mich ist es das allererste Mal, dass ich online sozusagen mein Projekt vorstelle. Deshalb bin ich sehr gespannt, auch später darauf, wie es Ihnen gefallen hat und hoffe, dass Sie alles gut verstehen können. Zunächst möchte ich mich auch einmal kurz vorstellen. Die Nadja hat das ja schon kurz gemacht. Hier habe ich noch einmal zu meiner Person ein paar Dinge aufgelistet und ja, möchte Ihnen einfach mal die wichtigsten Teile aus meiner sozusagen beruflichen Laufbahn kurz vorstellen. Ich bin seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Germanistischen Seminar an der Universität in Siegen. Siegen ist eine ja doch recht kleine Stadt in der Nähe von Köln. Zuvor war ich sehr lange an der Universität in Dortmund. Dort habe ich auch studiert und habe dann direkt im Anschluss auch dort am Institut für deutsche Sprache und Literatur begonnen zu arbeiten und eben auch 2012 mit meiner Promotion zum Thema Schreibarrangements in der Primarstufe angefangen. Das erklärt auch ein Stück weit, warum ich häufiger in meinen Präsentationen den Titel Grundschule Primarstufe drin habe, weil das so ein kleiner Schwerpunkt von mir ist. Ich habe für meine Promotion auch an einigen Schulen unterrichtet. Insgesamt war ich an 11 Schulen in 24 verschiedenen Schulklassen und habe in der Hälfte der Klassen auch mit Wikis gearbeitet, um dann auch im Rahmen von meiner Arbeit eben herauszufinden, ja, wie man mit Wikis einfach in der Schule gut arbeiten kann. Seit 2011 bin ich im Vorstand von der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet tätig und habe darüber ja auch die Nadja kennengelernt. Außerdem seit 2011 leite ich zusammen mit dem Uwe Kohnle von Lernmodule.net ein Wiki-Projekt beim Fußballverein VfL Wolfsburg. Da fragen sich einige wahrscheinlich, was hat denn Fußball mit Wiki zu tun? Dieser Fußballverein ist sehr engagiert in der Region und hat praktisch Partnerschulen, Partnervereine. Und für diese Partnerschulen speziell hat der Verein mit uns gemeinsam dieses Wiki-Projekt ins Leben gerufen, um eigentlich für ja, die Schülerinnen und für die Lehrerinnen so ein innovatives Projekt sozusagen anbieten zu können. Und das klappt auch eigentlich ganz gut. Ist auch ein schönes Projekt, wo ich sehr viel Erfahrung sammeln konnte, wie Lehrer, wie Schüler, wie auch Eltern mit Wikis arbeiten können. Und vielleicht noch eine Information zum Abschluss. Ich habe eigentlich Lehramt studiert mit den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik mit dem Schwerpunkt Grundschullehramt und habe dazu noch zusätzlich einen Zusatzstudiengang für Medien- und Informationstechnologien in Erziehung, Unterricht und Bildung absolviert. Das alles auch an der Universität in Dortmund. Und ja, man sieht praktisch schon, dass Wiki und neue Medien sozusagen ein Schwerpunkt in meiner täglichen Arbeit sind. Und daraus möchte ich Ihnen heute ein paar Sachen vorstellen. Ich habe gerade ja schon in dem Chat gesehen, dass einige sich schon mit Wiki-Technologie auskennen, beziehungsweise auch Wikispaces schon mal benutzt haben. Deshalb möchte ich die Wiki-Technologie an sich mal kurz vorstellen, vielleicht auch für diejenigen, denen das noch nicht ganz so viel sagt. Dann möchte ich Ihnen kurz oder euch kurz drei Wikis von der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet vorstellen. Vielleicht zwei, drei Sätze zur ZUM. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein und haben es uns sozusagen zur Aufgabe gemacht, die neuen Medien oder beziehungsweise digitale Medien ja, in die Schule zu bringen. Der Verein wurde gegründet und besteht zum größten Teil aus Mitgliedern, die direkt aus der Schule kommen. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer sind da sehr viel tätig, aber eben auch Menschen aus anderen Bildungseinrichtungen, wie zum Beispiel Nadja oder wie auch zum Beispiel Ralf Klötzke, der momentan ja in Kroatien, in Zagreb ist und dort beim Goethe-Institut tätig ist. Wir haben aber auch zum Beispiel den Professor Christian Spannagel dabei, der sehr viel auch in dem Bereich neue Medien Mathematikunterricht macht. Das also vielleicht als kurze Erklärung zu ZUM. Dann stelle ich Ihnen ein paar Best-Practice-Beispiele, also schöne Unterrichtsbeispiele vor, die
speziell das Fach Deutsch betreffen. Dann zeige ich Ihnen, wenn Sie Lust und Interesse haben, mal welche Voraussetzungen bzw. Rahmenbedingungen gegeben sein müssen, damit Sie, entweder Sie selber für sich oder aber auch Sie, ihr mit euren Schülern arbeiten könnt. Und als kleines sozusagen Highlight für die Arbeit mit Wikis habe ich noch herausgesucht die Learning-Apps und eben verschiedene Hilfestellungen und dann noch ein paar Materialien, Adressen und Kontakt. Vielleicht auch nochmal vorab, das, was ich heute vorstelle, soll so eine Art Anregung oder auch Ideen geben, was man mit Wikis so alles machen kann. Und wenn ihr Lust habt, euch da noch ein bisschen weiter einzuarbeiten oder noch ein paar Ideen und Anregungen braucht, die Nadja wird am Ende auch noch mal was dazu sagen. Es sind noch weitere Webinare zum Thema Wiki-Einführung ganz speziell geplant. Deshalb heute also nicht verzweifeln, wenn vielleicht einige Sachen sehr schwierig aussehen. Ich versuche das so gut es geht, Ihnen auch einfach zu zeigen, wie einfach es auch sein kann. Aber wie gesagt, weitere Webinare werden dazu dann noch angeboten, dass man das Ganze dann auch vertiefen kann. Eine Kurzvorstellung der Wikitechnologie, also allgemein handelt es sich um ein Hypertext-System, also um eine Internetseite. Das Wort übersetzt aus dem Hawaiischen bedeutet eigentlich schnell. Das heißt, früher war es ja vor allem sehr schwierig, Internetseiten zu gestalten. Man musste sehr viele Programmierkenntnisse haben. Mit dem Wiki-System ist das alles sehr schnell und einfach geworden. Die meisten von euch werden die Wikipedia als großes Vorbild haben. Das passiert eigentlich immer, wenn man das Wort Wiki in den Mund nimmt. Entweder gerade bei Kindern, die denken dann viel an ja, diesen Film Wiki und die starken Männer. Die Erwachsenen denken dann häufig an die Wikipedia. Die Wiki-Systeme, die ich Ihnen euch heute vorstelle, sind nicht einfach nur so eine Enzyklopädie, wie das die Wikipedia ist, aber diese Wikis basieren auf dem gleichen System. Dieses System heißt MediaWiki und der Vorteil an der Sache ist, dass im Prinzip alle Weiterentwicklungen, die für die Wikipedia gemacht werden, auch automatisch für unser System gemacht werden. Wenn ich uns oder wir heute sage, dann meine ich die Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet. Die Wikis oder unsere Wikis haben einige besondere Merkmale. Zum einen gibt es die Seiten, dann gibt es die Möglichkeit zur Diskussion, das Bearbeiten, die verschiedenen Autoren, Rechte und Versionen, Multimedia, Interaktion und eben spezielle Erweiterungen extra für den Unterricht. Diese einzelnen Bereiche stelle ich jetzt im Folgenden kurz vor. Die Seiten kennt man auch von einem Artikel in der Wikipedia zum Beispiel. Da steht dann meistens oben, was jetzt rot markiert ist, Seite oder auch Artikel. Hier ist jetzt mal ein Beispiel, wo eine Schülerin, die Johanna, eine Hausaufgabe eingestellt hat. Ihre Hausaufgabe war es, einen Brief zu schreiben an eine Freundin. Das hat sie praktisch hier auf dieser Seite gemacht. Man sieht also, man kann auch relativ einfach nur einen Text eingeben. Also hier sieht man jetzt auch, es gibt keine großartigen Formatierungen oder ähnliches, einfach nur der reine Text geschrieben. Passend zu dieser Seite gibt es eine Diskussionsseite. Diese Reiterkarte oben erinnert so ein bisschen an einen Karteikasten, wo man eben diese verschiedenen Reiter hat, ist so angelegt, dass sie praktisch direkt zu der entsprechenden Hausaufgabe aufgerufen werden kann. Deshalb heißt diese Seite auch Diskussion Homework by Johanna, weil eben das genau diese Seite ist, die praktisch die Lehrerin jetzt für die Johanna ausgefüllt hat. Mit Kommentaren, mit Verbesserungsvorschlägen, eben ganz speziell für diesen einen Text, der auf der entsprechenden Seite hinterlegt wurde. Wenn man nun arbeiten möchte, braucht man ein paar Kenntnisse, aber wie gesagt, nicht besonders viele. Unser System bietet zusätzlich die Möglichkeit für Formatierung, zum Beispiel für Fettschrift oder Kursivschrift, über diese Buttonleiste das einfach anzuwählen. Ich zeige Ihnen euch jetzt auch mal kurz, wie das dann aussieht, sozusagen in
der Wiki-Sprache. Bei Grundschülern nenne ich das immer Geheimsprache, also dass man praktisch diese Geheimzeichen kennen muss, damit das Wiki das auch umsetzen kann. Man sieht, je mehr man machen möchte, also zum Beispiel unten, wenn man etwas farbig gestalten möchte, braucht man schon relativ komplexe Codes, die dann auch so ein bisschen an den Hypertext erinnern. Wenn man aber einfach nur Text produzieren möchte, was ja auch gerade zum Beispiel im Deutschunterricht sehr, sehr gut einzusetzen ist, braucht man eigentlich von diesen ganzen Dingen, die jetzt hier auf dieser Folie stehen, rein gar nichts. Da muss man einfach nur bearbeiten, schreiben und speichern. Das war's. Aber man hat eben auch die Möglichkeit, mit wenigen Klicks über diese Buttons zum Beispiel den Text fett zu machen, eine Überschrift einzufügen oder ähnliches. Diese Dinge würde man dann zum Beispiel in einer Wiki-Einführung noch genauer machen. Also wenn ihr zum Beispiel Lust habt, an diesem Webinar später im Sommer dann teilzunehmen, wäre das möglich, dass man da dann diese Dinge noch ein bisschen ausführlicher bespricht. Was in einem Wiki immer der Fall ist, dass man praktisch nicht alleine arbeitet. Das heißt, es gibt verschiedene Autoren, die oft auch gemeinschaftlich Texte schreiben oder auch gemeinsam an Texten arbeiten. Was wir hier sehen, ist jetzt ein Text, an dem zwei Schüler gearbeitet haben. Der schwarze Text ist vom Schüler Jerome verfasst. Der grüne Text, das sind Änderungen, die der Marco gemacht hat in dem Text vom Jerome. Das heißt, jeder, der angemeldet ist im Wiki, kann auch die Seiten von jemand anderem bearbeiten. Dazu sage ich gleich auch noch mal ein bisschen genauer was. Es ist so, dass in den meisten Wikis nicht jeder alles darf. Das heißt, in unseren Wikis, zum Beispiel bei der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet, muss man angemeldet sein, um etwas schreiben zu dürfen. In der Wikipedia ist das ja teilweise ein bisschen anders. Da kann sich jeder sozusagen einloggen und direkt drauf losschreiben. Bei uns ist es aber so, dass man sich anmelden muss. Hierzu empfiehlt es sich, eine E-Mail an die jeweiligen Administratoren zu schicken. Die vergeben dann einen Benutzernamen und ein Passwort und dann kann man sich erst anmelden und schreiben. Wichtig ist aber, dass jeder lesen kann. Das heißt, unsere Wikis sind alle online anzuklicken. Das heißt, an der Stelle ist es eben wirklich so, dass es so ein geteiltes Recht gibt. Das Recht für diejenigen, die schreiben dürfen und die anderen, die nicht schreiben dürfen, können aber auf jeden Fall lesen. Wichtig ist auch, dass man immer sieht, wer was, wann, wo macht und dass man sich auch über Änderungen informieren kann. Hier sieht man jetzt mal eingekreist eine Beobachtungsliste. Das heißt, wenn man in einem Wiki angemeldet ist und eine Seite bearbeitet oder auch sich vielleicht für eine Seite von einem anderen Benutzer interessiert, zum Beispiel für den eigenen Schüler, was arbeitet mein Schüler eigentlich an der Seite, kann man das anklicken, sozusagen auf die Beobachtungsliste setzen. Und bekommt dann immer eine E-Mail automatisch, wenn sich an dieser Seite etwas tut, wenn also neue Dinge hinzugefügt oder Dinge weggestrichen werden. Diese Dinge kann man dann natürlich auch wieder von der Beobachtungsliste entfernen, zum Beispiel wenn ein Projekt beendet ist. Zusätzlich zu dieser Beobachtungsliste gibt es die Möglichkeit, indem man auf Versionen Autoren klickt, so eine ganz lange Liste angezeigt zu bekommen. Diese Liste ist im so lang, wie Änderungen an der Seite vorgenommen wurden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ein Word-Dokument schreibt und speichert, dann es wieder neu öffnet und wieder speichert, habt ihr immer nur eine einzige Version. Im Wiki ist es so, dass aber auch alle vorherigen Versionen gespeichert werden. Das heißt, definitiv kann nichts von dem man oder nicht Nichts von dem, was man macht, verloren gehen. Man kann alles wiederherstellen, zum Beispiel indem man oben rechts auf Rückgängig klickt. Man kann sehen, wer gearbeitet hat. Also hier sehen wir eben auch, dass mehrere Benutzer an dieser Seite gearbeitet haben, zum Beispiel Fabian, Marco K. und Rüdiger.
Und wir sehen auch teilweise, je nachdem, welche Datenschutzeinstellungen voreingestellt sind, wann, also in welchem Datum, zu welcher Uhrzeit das gemacht wurde. Durch diese Liste hat man auch die Möglichkeit, verschiedene Versionen miteinander zu vergleichen. Das zeige ich euch hier in dem nächsten Bild. Wenn wir zwei Versionen miteinander vergleichen möchten, hier ist das in der linken Spalte, alles was gelb hinterlegt, ist die erste Version und in der rechten Spalte die zweite Version, können wir das zum Beispiel ganz prima für den Sprachunterricht nutzen, also zum Beispiel um Schreibprozesse nachvollziehen zu können. Wir sehen hier zum Beispiel ganz eindeutig, dass der Benutzer, der da den Text überarbeitet hat, versucht hat, alle Rechtschreibfehler, die in dem ersten Text gemacht wurden, zu verbessern. Und das Schöne an diesem Wiki ist eben, dass es uns das genauso anzeigt, wie ich euch das jetzt hier auf die Folie kopiert habe. Das heißt, rechts und rechts ist jeweils rot markiert, damit man direkt sehen kann, an welchem Wort ist denn eigentlich eine Veränderung vorgenommen worden. Das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz großer Vorteil, den man hat, wenn man gerade für den Schreibunterricht mit Wikis arbeitet, dass man daran wirklich sehr schön sehen kann, wie gearbeitet wird und wie vor allem auch Texte überarbeitet und verbessert werden. Eine weitere Möglichkeit, mit dem Wiki zu arbeiten, ist die Integration von Multimedia. Multimedia an sich, Bilder, Videos oder Audiodateien, kennen wir auch schon eigentlich aus der Wikipedia. Das ist also jetzt nichts ganz Besonderes mehr. Darüber hinaus gibt es aber in unseren Wikis die Möglichkeit, interaktive Übungen einzubinden. Also zum Beispiel, wie wir das hier sehen, Kreuzworträtsel, das hier sehen, Kreuzworträtsel. Oder aber auch Suchselübungen, wo man also Wörter drin finden muss. Man kann auch Multiple-Choice-Übungen oder Single-Choice-Übungen einstellen. Oder aber auch Memo-Quiz, zum Beispiel für den Fremdsprachenunterricht auch geeignet, mit Wörtern oder aber auch mit Bildern zum Beispiel kombiniert. Und um nochmal die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu zeigen, habe ich jetzt nochmal ein paar kleinere Screenshots. Ich weiß, dass man das nicht alles unbedingt sehr perfekt sehen kann, aber das soll nur mal so in etwa andeuten, welche Bandbreite man da an Möglichkeiten eigentlich hat. Man kann sogenannte Zeitleisten einfügen, wenn man zum Beispiel die Geschichte von einem Land oder irgendeine zeitliche Entwicklung von etwas darstellen möchte, kann man das machen. Man kann Präsentationen einbinden, also speziell zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen, die dann über die Seite abrufbar sind. Man kann, wer jetzt zum Beispiel noch Mathematik nebenher unterrichtet, auch Matheübungen bzw. mathematische Formeln einbringen. Man kann Mindmaps einpflegen, sodass man dann auf der Seite die entsprechende Mindmap öffnen kann. Und was ich total abgefahren finde, weil ich sehr unmusikalisch bin, man kann Noten eintragen, indem man die Noten einfach, was weiß ich, C, D, E, F, G einträgt in die Wiki-Syntax. Und wenn man dann auf Seite Speichern klickt, bekommt man diesen Notensatz angezeigt und hat auch noch die Möglichkeit, das Lied abspielen zu lassen. Also für diejenigen vielleicht, die auch Musik unterrichten oder vielleicht auch mal zum Beispiel die Nationalhymne von einem Land nachkomponieren möchten oder was auch immer, ist das vielleicht auch mal eine schöne Möglichkeit. Das also jetzt mal ganz kurz grob dazu, was das Wiki eigentlich ist und was das Wiki kann. Falls dazu noch Fragen sind, könnt ihr die gerne notieren, dann können wir gleich auch noch mal darauf zurückkommen. Wie gesagt, im ganz Speziellen gibt es dafür dann nochmal extra Webinare, wo man das dann auch nochmal vertiefen kann.